Willkommen zurück, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Paper Mario Color Splash. Ja, es gibt in der Anleitung ordentlich Sachen zu sehen, die ich euch jetzt mal zeigen werde. Also auf dem TV-Bildschirm ist nichts. Hier steht nämlich was. Warum ist das mit Prinzessin Peach passiert? Weiß ich schon. Lol. Ah ne, hier oben gab's noch was. Bäh. Geheimnisse. Spoiler-Alarm. Moment. Augenblick. Dieser Abschnitt enthält geheime Insiderien Funktionen, die im Spiel nicht erwähnt werden. Spoiler-Alarm. Weiterlesen auf eigene Gefahr. Was ist bitte denn ein Spoiler-Alarm? Egal. Weiter im Text. Choreografie der Schlürfergeist. Hast du mal den Tanz gesehen, die Schlürfergeist aufführen, bevor sie Farbe wegschlürfen? Er basiert auf einem Volkstanz, der etwas angepasst wurde, um ihre Niedlichkeit und Gruseligkeit hervorzuheben. Aber Spiel wingen sie sich recht schnell. Deswegen möchte ich an dieser Stelle ihren Tanz in Ruhe vorstellen. Ah ja. Erst das rechte Bein nach oben, dann das linke. Wiederholen, im Kreis laufen, mit dem Uhrzeigersinn drehen, Ausfallschritt, wieder nach vorne und schlürfen. Alles klar. Stopp! Im Folgenden findest du Informationen zu verschiedenen Dingsen. Aha. Lol. Lol, das kann man wegmachen. Die Glückskatze. Quetschst du in der Spitze des Kamisinturms aus. Das Konzept hinter ihrer Kampftechnik ist in Japan. Wie es im Ausland wahrgekommen wird. Die japanischen Entwickler haben sich überlegt, was man mit Japan wohl im Ausland verbindet, und haben diesen Gedanken dann gnadenlos weitergesponnen. Es gibt eine Menge kleiner Details zu entdecken, die man im Eifer des Gefechts leicht verpasst. Ein Besuch im Prisma-Museum lohnt sich, um sich das Ganze genauer anzusehen. Beim Einsatz der Glückskatze sind übrigens verschiedene Arten von Mochi, japanisches Reiskuchen, zu sehen. Außerdem gibt es Roboter, die den traditionellen japanischen Tanz Awa Odori tanzen. Kannst du sie finden? Habe ich bis jetzt nicht gefunden. Ja, Junge, die Batterie, ich will sie sehen. Na, geht doch. Der Text des Stückes, das beim Einsatz der Batterie im Hintergrund spielt, ist tatsächlich deutsch. Hör mal genau hin. Höret, ihr Narren, das aufgeladene Fort. Ja. Ich hab's schon gehört. Megafon. Sprich laut in das Mikrofon des Wii U Gamepads, um das Megafon noch effektiver zu machen. So kannst du auch prima Stress abbauen, aber achte darauf, niemanden zu stören. Geil. Blockflöte. Vielleicht erinnerst du dich an das Stück, das die Blockflöte bei ihrem Einsatz spielt? Ja, kann ich. Es stammt aus Super Mario Bros. 3. Und wenn du im Rhythmus der Melodie Knöpfe drückst, wird die Blockflöte noch effektiver. Probier es mal aus. Stopp! Den folgenden Abschnitt solltest du erst lesen, wenn du den großen Rufabschnitt aufgesammelt hast. Ja, habe ich schon. Peach Miniatur über Simulator, kenne ich schon. Stopp! Den folgenden Abschnitt, wenn du eine blauen, seltsame Vorkommnisse im Hotel Ultramarino. Ja, das kenne ich schon. Jetzt lese ich euch das noch einmal vor.
Wie bist du mit den Rätseln im Hotel zurechtgekommen? Dieser Level hat sich vielleicht ein wenig wie ein Gruselfilm angefühlt, aber die Geschichte hinter dem Hotel ist eigentlich eher etwas traurig. Als das Hotel Ultramarino vor vielen Jahren seine Pforten öffnete, versprachen sich 6 befreundete Toads, dort gemeinsam eine Teeparty zu veranstalten. Sie trafen am Tag vor der Party im Hotel ein, um dort zu übernachten, bevor dann am nächsten Tag um 15 Uhr die Teeparty beginnen sollte, aber leider ging die Standuhr an der Rezeption kaputt und bis die Toads das bemerken, war es schon weit nach 15 Uhr. Das stimmte die 6 Toads sehr betrübt und so vergingen die Jahre. Ihr Wunsch nach einer Teeparty blieb über all diese Zeit unerfüllt. Dann wurde zum 2-jährigen Jubiläum des Hotels die Standuhr repariert und sobald die Uhr wieder lief, begannen die seltsamen Vorkommnisse im Hotel. Danach sind die 6 Toads aber das weißt du auch schon, du hast ihnen ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt und sie sind sicher sehr dankbar. Natürlich. Muran Tirania im Fliederpark. Ja, du weißt schon, warum. Wie die ist eine Teetasse gewesen. Stopp! Den folgenden Abschnitt kannst du lesen, wenn du den großen Orangenfarbstein. Fleisch perfekt grillen. Hat dir der Kampf mit dem Steak gefallen? Ja, hat er mir. Oh, hier sieht man sogar das Fleisch. Lecker. So sah das Steak vor dem Grillen aus. Man beachte die feine Marmorierung. Hier ist das Steak schon etwas gegrillt. Riecht köstlich. Und fertig. Was für eine Farbe und was für ein saftiger Glanz. So sieht es im Spiel aus. Ja. Stopp! Den folgenden Abschnitt kannst du lesen, wenn du das Spiel abgeschlossen hast. Tut mir leid, ich kann dich gerade nicht ansehen. Das würde den Abschied noch schwieriger machen. Also wenn ich das Spiel komplett habe. Na egal, lesen wir uns trotzdem mal durch. Warum ist das mit Prinzessin Peach passiert? Ja, komm, hör mal auf. Danke fürs Lesen, hat mir viel Spaß gemacht. Oh. Kampf-Profi-Tipps, ach, da kann man noch wechseln. Okay, alles klar. Ein paar einfache Tricks können dir vielleicht weiterhelfen. Lol, da kann man sich sogar ein Video reinziehen. Ja, sehr effektiv. Hey, ich habe angegriffen, aber dabei Schaden erlitten. Manche Gegner können was tun. Lol. Wie greife ich Gegner an, die zu schnell sind, um sie zu treffen? Ja, zum Beispiel im schwarzen Scheigei. Wenn du es beispielsweise mit einem extrem flinken schwarzen Scheiger zu tun hast, setze einen Flächenangriff ein, dem er nicht ausweichen kann. Probiere verschiedene Methoden, zum Beispiel Linkskarten. Ja, oder den Powerblock. Wie füge ich wirklich zähen Gegnern Schaden zu? Wie greife ich fliegende Gegner an? Ja, mit einem Sprung. Wie überrasche ich einen Gegner? Von hinten. Natürlich. Oh, hier ist was Interessantes. Mögen Toads Kaffee? Nun, Toads gibt es in allen Farben des Regenbogens. Manche Toads lieben Kaffee, andere verabscheuen das Zeug. Genau wie es tapfere und ziemlich
Feigetoads gibt, ob ich Kaffee mag, nur wenn das Topping schön bunt ist. Ich mag keinen Kaffee, denn ich darf noch keinen trinken. Hilfe auf deinem Abenteuer. Suchst du auch manchmal jemanden, Nette? Was ist ein Ausschnitt? Kennen wir schon. Kennen wir auch schon, das sieht aber verdächtig aus. Ich kann nichts einfärben. Da steht ein Toad mit einem lustigen Halstuch. Das ist ein Rettertoad, genau. Und wenn ich einen Rettertoad nicht finde, sprich im gelben Viertel von Port Prisma mit dem General der Rettertoads. Er weiß immer über den aktuellen Stand der Rettertoads Bescheid. Zum Beispiel, wie viele Mitglieder noch fehlen, wo sie sich auch aufhalten. Alter, ey, damit so. Alter, das war jetzt aber sehr blabbertisch, Alter. Junge, ich kann nicht mehr. Alter, mein. Was ist eine Dingskarte? Ja, ich weiß schon alles. Ich habe meine Dingskarte schon verbraucht. Ja, ich kann die neu kaufen. Wie fühlt sich an, ausgequetscht zu werden? Ein bisschen so wie ein Niesanfall, würde ich sagen. Wie eine wirklich gründliche Massage. Man fühlt sich danach so unbeschwert, ist aber auch ziemlich platt. Okay. Ach, so sieht Port Prisma insgesamt aus. Lol. Sechs. Kampfkammer Prisma Museum. Ey, da wollte ich nicht rein. Nein. Sieben. Junge, es reicht. Quetsche, Ratgeber tot. Kartenladen. Postmeister tot. Kaffeehaus tot mit der Zeitung. Nein, ey. Ah. Es regt mich auf langsam, du. Wie komme ich an meine Münzen? Ja. Weltkarte und Menüs. Was sehe ich auf der Weltkarte? Man sieht, ob das Level. Farben der Level-Symbole. Noch nicht beendeter Level. Beendeter Level, in dem sich noch mindestens ein Farbstein befindet. Beendeter Level, in dem du alle Farbsteine gesammelt hast. Was? Eine schlechter Steuerräder? Natürlich. Das ist so ein gruseliger Typ mit einem Strohhalm. Ja, der Ganoven-Guy, weiß ich. Wie sehe ich mir das Menü an? Auf dem Gamepad. Was sehe ich auf der Seite Status? Wie in dem Level, wie viele Prozente man hier hat. Ne? 100% restauriert. Cards. Items.
Was sehe ich auf der Seite? Fragezeichen. Ja, da kannst du die Steuerung einstellen. Nächster Schritt. Oh, da ist wieder was Geheimes. Wo bewahrst du deinen Schirm auf? Entschuldige, aber das geht dich nichts an. Eine Dame hat schließlich ihre Geheimnisse. Ja, nee. Ist klar, aber das ist echt so. Kampfgrundlagen. Wie läuft ein Kampf ab? Ja, erstens muss das hier machen und dann so weiter und so weiter. Welche Karten sollte ich verwenden? Ja, die halt der Gegner verdient, ne? Ihr sitzt manchmal auf Bäumen. Es ist schwierig, da raufzukommen. Total schwierig. Unsere Arme und Beine sind etwas kurz geraten und eigentlich fürs Klettern nicht gedacht. Aber wir üben fleißig. Denn schließlich sind noch kein Meister vom Himmel gefallen. Vom Baum vielleicht schon, aber das ist es wert. Denn mit nichts kann man einen zufälligen Passanten besser überraschen. Oh, da kommt jemand, bis später dann. Wo bekomme ich Karten? Ja, im Kartenladen, mein Freund. Battle Spin. Und Grundlagen der Spielwelt. Was sind Farblosflecken? Was passiert, wenn ich sie wieder einfärbe? Hast du etwa die Farbe gestohlen? Ja, tut mir leid, ich habe sie einfach mit meinem Streumer abgesaugt. Schlüffergeist wie ich werden darauf trainiert, jeden Tropfen Farbe aus der Welt abzusaugen. Jeden Tag machen wir Kniebeugen, gehen joggen und üben uns im Ausdruckstanz, um geistig und körperlich in Form zu bleiben. Scheigeist, die das nicht schaffen, bekommen kein Strohhalm. Die dürfen nie etwas anderes als Suppe schlürfen. Findest du nicht auch, dass das ein sehr hübscher Strohhalm ist? Wenn du willst, darfst du ihn mal kurz halten. Das geht schon in Ordnung. Aber erzähl es niemandem. Nee, ich halte ihn fest und zerstöre ihn direkt. Wie finde ich den Hammer? Wo ist denn Farabian hin? Da liegt etwas auf dem Boden. Sollte ich es aufheben? Ja, sollte man. Hammerpapp auf jeden Fall, Münzen nur vielleicht, Herzen auch und Fragezeichen Blöcke auch. Wie schließe ich ein Level ab? Ja, mit dem Farbstern, wenn du findest. Wie speichere ich? Ja, mit dem Speicherblock. Kann ich Speicherdaten löschen? Wie viele Speicherdaten kann ich anlegen? Wie verlasse ich ein Level? Wie fülle ich Marios KP wieder auf? Und wenn ich KP auf 0 sinken? So, das war jetzt einmal kurz die Geschichte. So, wir werden jetzt nochmal gucken, wo sich Luigi versteckt, weil der hat uns ja einen Brief geschickt, wo er sich wieder ein neues versteckt hat, gell? Wir werden jetzt noch einmal kurz in der Azurbuch gucken. Jetzt reicht's! Niemand nimmt mir meinen Strom weg! Kennt ihr diese Gegner noch? Der ist so lame. Ja, wenn du willst, kannst du es haben. My friend. Ich hab was für dich. Hoffentlich braucht man für das offizielle Getränk nächstes Jahr keinen Strohhalm. Nee, ist klar. Nee, verständlich. Wie hat dir das Ozean was gefallen? Ich liebe es ja, da manche ich immer ein Vermögen an Trinkgeld. Ja. Hä? Was ist das für ein Verarsche? Der ist doch nicht.
Tja, dann werde ich jetzt meinem goldenen Kolosseum suchen. Bis gleich. Okay, ich glaube, den Luigi gibt's hier nicht. Also stattdessen kämpfe ich mal gegen die komplette Meute hier, weil ich möchte mal was ausprobieren. Ob ich hier vielleicht alle Karten bekomme, die ich vielleicht noch im Museum brauche. Ja, toll. So, was kann ich jetzt damit anfangen? Ja, die Grillkopie. Als wenn ich die brauchen würde. Aber ich nutze sie jetzt. Hehehehe. Ja, ja, ich bin halt Genie. Jetzt werdet ihr verbrannt. Tschüss. Das endlich mal. Bleibt mir immer verbrannt der Gegner. Okay, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie viele noch mal übrig sind. Alter, ein ganzer Haufen ist noch übrig. Scheiße. Ja, wow, gegen den Trooper konnte ich jetzt auch nicht drauf. Geil. Gut, aber die einen, die sterben oder nicht? Okay, du kriegst. Sprung hier. Einen Doppelsprung habe ich gerade gezogen. Also, guck ich mal, was du mir bringst. Alle down außer der Spike. Genieß klar. Wie sich alle erschrecken. Aber da schickt man nur einen Gegner von. Was zum Teufel? Ja, nein. Ich habe ihn mir schon außergefischt. Ihr seid alle. Nein! Jetzt haben wir es gerade gesehen, aber da kam. 4-5 Leute an die Tasche. Ein großer Hammerbruder ist auch da. Das ist klar. Ich gebe niemals auf. Doch, du wirst auch geben, weil ich setze jetzt die Batterie ein. Und einen Partner, und zwar den Goomba. Den wir gerade neu bekommen haben, by the way. Macht ja Leben. Okay, der Goomba flüchtet ja wieder. Und jetzt kriegt ihr... Ja, hört ihr Namen des Aufschlags nicht? Oh. Direkt mal exzellent geschafft. Elektrisiert, sag ich hier. Ja, alles weg. Und alle sterben! Alle sterben! Ja. Was? Ja, hat der Goomba das jetzt geschafft, bitte mich zu attackieren, ey. Okay, ich hol mir jetzt einfach irgendeine Karte. Und ich hol mir... die, Dingskarte, die hier zur Verfügung steht. Ganz ehrlich, das macht voll Fun. Oh shit, der ist nochmal Bruder, der Bill. Nein, jetzt attackiert mich einer. Oh Mann, der hat mir einen großen Hüpfbuschen geklaut. Dann gib mir meine Karte wieder, du Drecksscheigei. So, jetzt hat er sie fallen lassen, also habe ich sie, glaube ich, gleich wieder. Ja, alle Gegner staunen.
Und das Büro und die schickt uns ein Herz. Dom, 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 dom. Und alle müssen so hochfliegen, komm schon. Sehr nice. Alle Karten zurückbekommen, sehr gut. Ah! Ah! Ich versuche das einfach ohne den Stern, ich weiß. Jetzt kriegen wir sogar ein Level ab. Leo. Auf 430. Nein! Ja! Mann! Ja, aber von den Gummakarten kriegen wir welche, aber von den Karten kriegen wir gar keine mehr, oder was? Ja, komm, kämpfen! Ja, die können ja alle nichts. Ja, aber der Hammerbruder, ne, ist klar. Der Hammerbruder, der ist ja stark, ne? Deswegen konnten wir den jetzt nicht one-hitten. Du bist trotzdem jetzt weg, aber der nutzt dich einfach mal, was? Ich nutze mal. Kann's denn sein? Alter, da hat meine Gelogenheit-Karte geklaut! Junge, dafür wirst du bezahlen. Dafür wirst du bezahlen. Mit. Dieser Karte hier. Jetzt seht ihr sozusagen wieder, welche Dinge sie immer eingesetzt werden. Das ist ja lame, ey. Ich bin geflüchtet, ihr Blödmänner. Ja, jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Was? Jetzt gar nicht gezählt. Nee. Dann gönne ich euch halt drei. Nein! Dann gönne ich mir euch halt drei. Fuck, Alter. Meine Gummakarte. Nein! Ey, komm! Aber den einzigen Gegner, den ich cool finde, sind die Hammer. Sind die Hammerbrüder oder was weiß ich. Und die Cooper, weil die sehen ähnlich aus. Irgendwie. Okay, schnell, bevor mir der Schein wieder geklaut. Nochmal die gleiche Kopie, alles klar. Ja, jetzt bringen wir die Typen zweimal auf. Hier sind aber wirklich nicht mehr viele Gegner da, ne? Also das muss man mal so sehen. Jetzt werden sie noch mal ein zweites Mal gedrillt. Was? Der Hammerbruder hat überlebt? Kann das denn sein? Das geht einfach, mein Freund. Mit dem großen Sprung. Go. Was? Wo ist er? Ja, moin. Was? Der überlebt auch noch? Also jetzt wird's echt lame. Jetzt wird's lame. Okay. Was nehmen wir da? Ich würde sagen, den Sprung mal 2. Weil alle Gegner könnten down gehen, außer der
Hammer, Bruder, da nehme ich zwei Sprünge. Was? Die Spikes haben sogar auch noch überlebt. Also kann jetzt nicht der Ernst sein. Ja, natürlich. Okay, ein ich nehme einen Doppelhammer einfach mal. So, wie man das. Ja! Ha, direkt alle Eisbären gekillt. Oh, Mann. Oh, wo ist das denn? Die Karte, oh, ja, habe ich schon gespendet. Oh, warum hat er denn sie gekillt, Alter? Mann, das regt mich auf. Das regt mich auf. Dadurch sollten sie eigentlich alle down gehen. Ja, außer der Spike, ne? Ist klar. Der hält große Attacken. Was ist das für ein Cheater? Was ist da? Was für ein Cheater? Kriegst halt noch ein K.O. mal hinterher. Und aber es kommt mir echt so vor, als würde der siebte Cooperling noch in der Dings erwarten. In der wie heißt. In der im Bauses Festung. Gut, und den Rest erledige ich jetzt mit dem Stern. Wie viele sind denn da noch übrig? Ja, so viele ja nicht mehr. Ha, komm, dann lass bleiben mit dem Stern. Ja, okay, gegen den müssen wir noch anschließend antreten, weil er hat. Die Junge, die Spikes da, die haben ja ordentlich was auf Lager. Das tut bestimmt gleich weh. Das tut bestimmt gleich weh. Und jetzt zu euch. Ja, geil. Beim Exzellent gehen die alle down. Na, geil. Aua, Mann. Na. No, no, not on! Ah! Fuck. Nicht so laut. Oh, der große K.O. Der Huchhammer meine ich. Und du bist der Letzte. Und das war's, der Kampf ist vorbei. Mario gewinnt den großen Kampf und die Menge tot. Und zwar ohne Stern geschafft. Ja, da habt ihr jetzt einmal nochmal kurz was gesehen. So!
damit würde ich sagen, was das mit diesem Part von Let's Play Paper und Color Splash. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir Bowsers schwarze Festung, Bowsers fliegende Festung betreten. Wir sehen uns.